Einen wunderschönen guten Morgen. Auch heute gibt es wieder eine kurze Andacht zum Start in den Tag für euch. Diesmal nicht von Nutella für die Seele, sondern ein Text, den ich heute Morgen gelesen habe, wo ich dachte, den muss ich mit euch teilen. Diesen Gedanken fand ich so gut. Und zwar aus Jeremia 18. Da geht es darum, dass Gott zu dem Propheten sagt, er soll zum Töpfer hinabgehen und ihm mal zusehen bei der Arbeit. Und dann sagt Gott ihm einiges über Israel, das Volk, und was das mit Töpfern zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schon mal gesehen habt, wenn man auf so einer Töpferscheibe ein Gefäß herstellt. Aber genau das war das, wo Jeremia zugesehen hat. Und dieses Bild gibt es öfter in der Bibel. Und Gott sagt, dass wir wie dieses Tongefäß sind, das auf der Töpferscheibe entsteht. Und Gott macht und formt es, wie er möchte. Und er formt es zu dem Gefäß, wie er es haben möchte, wie er denkt, dass es sinnvoll ist, dass es am Schluss auch einen Nutzen hat. Und ich fand das einen schönen Gedanken, dass Gott es ist, der mein Leben formt und dass er mein Leben zu etwas formt, was in seinen Augen Sinn macht, zu einem Gefäß, das für ihn nützlich ist. Und das Schöne ist ja bei diesen Töpfersachen, es ist immer beides. Es ist ein Gefäß, was am Schluss nützlich ist, was als Vase oder als Teller oder als irgendein Gefäß für irgendetwas nützlich ist. Es ist aber auch gleichzeitig immer etwas Schönes, immer ein Stück Kunst. Ein Töpfer, der formt das ja mit Liebe, mit Details, mit kleinen feinen Ringen, mit malt es an und macht es wunderschön. Und ich glaube, das Gleiche gilt für dich und für mich, dass Gott uns wunderschön macht, dass er uns wunderschön formt, dass er nicht nur ein Gefäß herstellt, was irgendwie Nutzen hat, sondern auch ein Gefäß, was wunderschön ist und was Leute angucken und sagen, wow, das sieht mega gut aus. Und ich glaube, das gilt für dich und für mich. Gott hat uns wunderbar geschaffen, wunderschön, aber er möchte uns auch einen Nutzen geben. Und er ist es, der als Töpfer dem Gefäß seinen Wert und seinen Nutzen gibt. Und an einer anderen Stelle sagt die Bibel, wie kommt denn der Ton darauf, dem Töpfer zu sagen, was er aus dem Ton formen soll? Letztendlich kann der Töpfer daraus machen, was er möchte. Und das ist so ein Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Lass dich formen von Gott und sei gespannt, was er daraus macht. Zwei Dinge kann ich dir sagen. Das erste, es wird ein nützliches Gefäß sein, womit Leute was anfangen können. Und das zweite, es wird ein wunderschönes Gefäß sein, denn Gott macht keinen Schrott. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.